Ja, liebe Leute, hallo. Drei Drohnen. Die Säcke, ey. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Imperium mit dem Feljack. Entschuldigung. Ja. Drohnenangriff ist schon vorüber. Viel heiße Luft für gar nichts und so. Ihr wisst schon. Haben hier nur einen auf dicke Hose gemacht, aber haben einen Arsch voll gekriegt gerade von der Feljack Base. Haben wir gleich mal die Geschütze angegriffen. Boah, wie lange dauern das zu reparieren? War unbedingt ein T2-Bohrer. La 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 la. Boah, da kann ich das Geschütz auch abbauen und neu setzen oder so. Geht das eigentlich? Überbrückt er dann die Reparaturzeit oder so? Also sagt er dann, wenn ich jetzt sage, das Geschütz steht auf. Wir holen uns mal das Zeug hier. Fast hier mir das Genick gebrochen hier. An die Spacken. Ja, kommen Sie mit drei Drohnen an. Oh, hier. Kobaltlegierung. Aber die Kobaltlegierung brauche ich, glaube ich, nicht. Ich brauche Kobalt, ne? Drohnennamen Kobaltlegierung merken. Na gut, die haben eigentlich allen Scheiß, ne? Sprit, Moni. Danke, ihr Spinner. Haben die denn Level 3? Raketendrohne? Eine Minigun-Drohne? Noch eine Minigun. Zwei Minigun, eine Raketendrohne. Oder muss ich mal gucken wegen in dem Geschütz. Ein Gatling-Geschütz. Aber das hat standgehalten. Ah, die haben ein bisschen was abgekriegt. Also da haben sie drauf rumgeballert. Okay, das war schon nicht schlecht. Das ging. Kann man mit leben, ne? Also der Burner waren sie jetzt nicht, aber haben die denn noch drauf rumgeballert? Auf den Dingern hier nicht, ne? Haben die auch geschossen? Ja, 3144. Ah ne, das ist 150 Schuss, ne? Haben nicht geballert, ne? Ja, auch 250 Schuss. Haben nicht geschossen. Naja, macht nichts. Ach hier, seht ihr, da haben sie auch geballert. Haben auch geschossen, sehr geil. Mal gedrückte Maustaste, mal durchchecken, was alles angewichst haben hier. Das haben sie nicht angegriffen. Sehr schön. Also der Plan geht auf. Wir haben es von da gekriegt. Wir haben es von hier gekriegt. Das heißt schon, also haben vier Geschütze drauf geballert. Die haben nicht reagiert. Ja, die standen im falschen Winkel. Aber nicht schlimm. Okay, schön, schön. Also hat schon was gebracht. Hat ein bisschen gedauert. Aber weil ich oben war, haben die oben auf mich geschossen, glaube ich. Oh, wir haben wir können keine Fenster mehr bauen. Das ist schlecht. Nur noch 8 Fenster. 18 Fenster. Ja, wir haben leider die ganzen Fenster verloren. Was brauchen wir denn für Fenster? Glasplatte und Glasplatte. Auch Silizium bauen. Wie haben wir kein Silizium mehr? Wir haben kein Silizium mehr. What the hell? Was ist unser ganzes Silizium hin? Ja, dann werden wir jetzt erstmal hier von so ein paar bauen. Oha, wie viel brauchen wir mal davon? Noch mal 200. Wenn das kann, da kann er glaube ich gar nicht. Er hat ja glaube ich nur. Das war's. Ach, noch nicht mal, ey. Naja, wir checken hier mal kurz, ob irgendwas sie zerstört hat. Ja, hier war gerade irgendwo was. Na. Ich hab gerade was gesehen hier. Ah. Nee, ach, der Pfeiler hat 500. Der Pfeiler hat 562. Ich depp, ey. Außerdem ist. Ja. Erstmal upgraden den Mist hier. Ja, auch noch nicht gemacht. Jo, ich sollte mal echt den letzten Fahrstuhl einbauen.
So. Nee, ich habe ja noch 9 Fenster auch noch hier. 27 Fenster haben wir so. Wo waren stehen geblieben? Da hinten. So. Gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Holalalala. So, lass mal kurz checken. Ah, seht ihr? Jetzt geht das nämlich auch. Das war mein Fehler. Na gut, durch meinen dummen Fehler haben wir das ganze Glas verloren. Das heißt, wir müssen Silizium farmen. Scheiße. Scheiße. Scheißdreck. Na, geht, geht. Wir hätten das erst das bauen müssen. Erst das hier bauen. Und dann oben. Weil die keinen Halt hatten, ne? Die waren schon dunkelgrün. Und jetzt sind sie erst hellgrün. Aber zumindest geht die Konstruktion hier auf. Also wir können jetzt immer schön drei große Fenster raufballern. Müssen nicht mit kleineren Fenstern rumeiern. 5 Fenster noch. Das ist nicht mehr viel. Das schaffen wir nicht mehr. Mist. Was machen wir denn jetzt? Echt so bescheuerte Silikonfarm gehen, ey. Ja, das wird aber cool, Leute. Das wird schon ganz cool. Ach, das hat. Na, ich weiß nicht, ey. Nee, das ist scheiße. Ich glaube, wir hauen die Armierten hier wieder raus aus dem Boden. Und ersetzen die dann mit den Pflanzenblöcken, dass wenn wir hier reinkommen, dass wir gleich im Feld stehen, sozusagen. Weil wir müssen da schon ungefähr jetzt eine Linie ziehen, so gesehen. Also ich mache es jetzt nochmal so, weil hier müssen die Lichter schon drunter. Weil wenn hier oben Glasscheiben kommen, dann haben die genau eine Blockgröße. Ich kann die ja nicht da drunter setzen. Das heißt, hier müssen die Lichter hin. Siehst du, das wird nicht funktionieren. Wenn hier ein Pflanzenblock steht, hier ist die Pflanze drin und da das Licht, das geht nicht. Uns fehlt ein Freiblock fehlt uns. Das heißt, wir müssen die Armierten doch rausnehmen. Geht nicht anders. Chit, 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 chit. Ja, ansonsten, ich baue jetzt noch eine höher. Aber dann haben wir hier oben, müssen wir dann diese Schrägfenster bauen, ne? Diese hier. Diese länglichen müssen wir dann bauen und dann müssen die hier waagerecht hingelegt werden auf die großen drauf. Die einzige Möglichkeit. Oder wir reißen halt den Boden raus hier. Wir können eigentlich auch den Boden raus machen, ne? Muss hier nur von außen sein, ne? Ist ein bisschen Sisyphus Arbeit, aber wir sind ja hier noch in der Planung. Den lasse ich jetzt mal drinnen. Ja, so ein Shit. Das ist echt Shit gerade. Wir müssen hier irgendwie so ein Netz bauen aus Säulen und alles. Und dann müssen wir uns mal durchrechnen, wie viel wir brauchen, ne? Weil ein Licht hat einen Radius von 3. Das heißt, 1, 2, 3. Das heißt, ein Licht muss jetzt hier hin, so gesehen. Ne? Also da muss dann jetzt ein Licht hin. Und der geht dann nach da, 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 nach da. Also dieses 3x3 Gedöns. Er macht 3, ich glaube 3x3, ne? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich warte mal noch auf eure Antworten, würde ich sagen. Weil ihr werdet diese Folge eher übermorgen sehen. Und, oder nee, ach nee, ich muss ja langsam mal vorproduzieren, ne? Wie gesagt, ich ziehe ja bald um und scheiße, ja. Da kann ich gar nicht auf eure Antworten warten. Aber ihr könnt es ja trotzdem mal sagen. Ihr könnt es ja trotzdem reinschreiben. Hab ich auch nicht mit. Erstmal was essen. Der Felsjäger hat Hunger. So. Oh, das kann jetzt mal aus hier.
Aha. Er hat nur 35 hergestellt. Warum? Wie viel brauchen der? Ach, ich habe keine Pflanzenfasern. Das ist immer irgendwas, ne? Es ist immer fehlt irgendwas. Habe ich auch keine mehr drin. So ein Keck. Können wir denn Waffen, alles? Wo ist denn das Scheißding? Bauen jetzt zwei Holzvollernter. Und wir brauchen eine X-Kiste, ne? Bodengleiter. Wir brauchen. Wo sind sie denn? Da ist ein Konstruktor da. Munition. Erz und Holz. Also, denke ich mal, den habe ich ja drauf, ne? Ich würde den jetzt einfach da vorne drauf basteln. Das sieht total bescheuert aus, aber ist mir egal. Komm, wir machen das jetzt schon ein bisschen mit dem Garten hier, weil ich habe hier keinen Bock, jetzt 3 Jahre zu warten. Müssen das jetzt schon irgendwie machen. Heißt, ne, wir gehen noch einen höher. Ach, jetzt habe ich das wieder vergessen, ne? Warte mal, machen wir kurz. Nochmal zurück. Holen noch kurz den Fahrstuhlblock. Auch beide. Können wir beide nehmen. Versehen, wo der Fahrstuhl ist, dann laufe ich nicht mehr 3 Stunden im Kreis rum und suche den. Nehmen uns die jetzt. Machen demontieren. Müssen den Mist wieder abbauen, leider. Auf die Decke stürzt mir jetzt nicht ein. Zack. So. So habe ich mir das gedacht. Oder wir müssen halt so bauen, dass das wirklich nur 3x3 ist, ne? Das heißt, wir müssen so, dann müssen wir hier einen freilassen. Können wir den nicht bauen? Können wir schon, aber ist ja unsinnig, ne? Der leckt immer noch. Ja, das ist ein bisschen Pipi-Arbeit hier. Tut mir leid, Leute, aber auch das gehört dazu. Müsst ihr jetzt mit durch? Der Feldeck hat nicht missgebaut. Oh, was mache ich denn hier? Nein! Was machst du denn, ey, du Vollhorst? Rutsche ich denn da jetzt rein, ey? Natürlich dumm, dass wir das jetzt schon armiert haben, ne? Na gut, dann wir kriegen zumindest die armierten Blöcke da raus. Hier können wir die in der Decke oben verwenden. Ach ne, wir machen ja oben mit Glas. Aber wir bauen ja heute noch höher. So, und ein Licht jetzt. Wenn wir jetzt so bauen. Ne, dieses hier kommt das Licht ran. Die Pflanze ist jetzt ja auch ein Block hoch. Ne? Jetzt, das sind die Becken, seht ihr. Und jetzt kommt die Pflanze drauf. Das heißt nochmal ein Block. Können wir hier schon sehen. Dann haben wir einen frei. Und hier setzen wir das Licht hin. Passt das? Dann geht es auf. Ne? Warum kommt jetzt das Licht ran? Wir werden das natürlich jetzt noch nicht bepflanzen, ne, Leute. Das ist klar. Jetzt müssen wir nur mal schauen. 1, 2, 3. Oder vom Fenster an. 1, 2, 3. Wir könnten auch Mitte immer machen. Oh Mann, jetzt habe ich aus Versehen geklickt. Ja, das geht nicht auf, ne? Das ist das Problem. Das wird nicht aufgehen.
Das heißt, wir werden immer einen Platz dazwischen haben. Ist jetzt leider so, da kann man jetzt nichts gegen machen. Ja, man könnte natürlich auch sagen, ja, ich will das jetzt nicht so und bla bla. Vielleicht drehe ich die Grafik wieder raus, es nervt irgendwie gerade. Leckt hier. Die ganze Zeit Bob, 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 immer dieses Gestocker. Komm doch. Noch ein. Ihr seht schon, was ich vorhabe, ne? Dann brauche ich das auch nicht an der Decke festigen, glaube ich. So, jetzt seht ihr das. Jetzt haben wir nicht immer diese 3x3 Beete. Das heißt, wir brauchen überall jetzt da drüber ein Licht. Wir können jetzt aber was richtig Geiles eigentlich machen, um das. Dann brauchen wir den Müll hier nicht. Dann können wir das nämlich offen lassen. Und dann werden wir einfach so gesehen. Ich werde das jetzt mal nur provisorisch machen hier. Können jetzt auch, ne. Hat er gar nicht. Ja, warum hat er den nicht gesetzt? Keine Ahnung. Eins, zwei, drei, so. Ach, hier hat er. Hä? Hä? Moment. Hä? Was hat er hier denn jetzt gemacht? Also dieses Spiel, ne? Habt ihr das gesehen? Ich hab. Was? Hä? Ich hab überhaupt nichts gemacht. Was macht denn der hier für einen Scheiß in dem Spiel? Boah, was habt denn ihr wieder geupdatet hier für einen Müll? Aber langsam geht's mir auf den Keks, ey. Das Spiel ist doch schon wieder für einen Arsch hier. Wieso setzt er denn so ein? Wie hat er das denn jetzt geschafft? Nein, den nicht. Boah, langsam, ey. Langsam hat dieses Spiel das wirklich, ne? Es muss jetzt nicht sowas sein. Ich mache das jetzt nur mal so für euch zur Veranschaulichung. So. Und dann kommen in der Mitte halt die Lichter. Da ein Licht hin. Da ein Licht hin. Ja, man muss das jetzt halt nur ein bisschen hübscher machen. Mal schauen, wie ich das mache. Ob's da, ja, vielleicht habt ihr da auch einen Vorschlag für. Wie gesagt, schreibt mal eure Vorschläge bitte in die Kommentare, wenn ihr eine Idee habt. Dass das cool aussieht, weil hier kommt ja noch Glas hin. Hier kommt ja auch noch Glas hin, aber ich möchte nicht unbedingt so dicke Klötze hier drin stehen haben. Irgendwas Schmales vielleicht. Oder was Hübsches. Wo aber am Ende zumindest hier in der Mitte ein Licht dran passt. Ne, das darf kein Schrägblock sein oder sonst was, da passen die Lichter nicht dran. Das muss eine gerade Fläche sein. Aber auch nicht, ne, also wer es jetzt noch nicht so gemacht hat, nicht das hier. Wände gehen nicht. Ich kann eine Wand. Ja gut, von der linken Seite. Gut, doch, könnte ich doch. Von der linken Seite könnte ich das machen. Ich kann nur nicht hier, das seht ihr hier auch schön. Ne? Also ich kann. Auf dem grauen kann ich das nicht. Ich könnte das nur auf einer Seite. Also auf der. Der Wand kann man Licht zum Beispiel machen. Der könnte man das nicht, weil hier der Blockabstand ist. Naja, wie ist das ja? Ihr seid ja. Ich. Ja, ich. Ich sag das halt nur für die, die es halt nicht wissen, die neuen oder wie auch immer. Falls die auch mal gerne einen Vorschlag machen möchten, ihr könnt da euch ruhig mit einbringen. Dafür mache ich das hier auch alles. Ihr dürft da gerne mit abstimmen, auch wenn ihr noch nicht so erfahren seid in Imperium. Könnt ihr trotzdem gerne mal schreiben. Und liebe Leute, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, sind ja 19 Minuten. Ihr guckt ja mal so im Schnitt 21 Minuten hier. Entschuldigung. Ich sehe ja, ich habe immer 60, 70, 80 Aufrufe mache ich auf den Videos, aber habe nur 10 Likes. Ist ein bisschen sehr merkwürdig. Liebe Zuschauer, die hier random zuschauen oder was, ihr dürft auch gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mir meinen Kanal sehr helfen.
Dafür, dass ihr schon auch hier alle, ne, umsonst gucken könnt. So ganz kackendreißig jetzt mal gesagt, ne? Ich weiß, ich mache mir damit gerade keine Freunde, aber ist ja nun mal so. Ihr guckt euch meinen Content an und dann verpisst ihr euch wieder so ungefähr. Aber kommt, ey, sei mal ehrlich, ey, lasst doch mal ein Like da. Sagt doch mal hier, ist ganz okay das Video. Oh fuck. Nein! Ist ganz okay das Video, da kriegst du auch ein Like für. Ne? Ihr müsst mich nicht heiraten oder so. Repariert er den nicht? Ja, repariert doch. Ne, ihr müsst mich nicht heiraten oder sonst irgendwas. Und wenn ihr mich nicht abonnieren wollt, braucht ihr mich auch nicht abonnieren. Aber lasst doch wenigstens mal einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ey. Kann nicht sein, dass hier 100 Leute das Video gucken oder was oder noch mehr. Und keiner lässt ein Like da, ne? Oder nur 10, 15 Leute. Das kann es ja dann auch irgendwie nicht sein. So, please for everyone who watching my videos. Here's the English form. My English is crappy, but if you're watching my video, please let me a thumb up. So let me a like here if you're watching my videos. So this would be amazing. So this would helping my channel on YouTube. And so yes. Ja, kleine Englischstunde hier mit Felsek. Ja, okay. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier. Ich habe gesagt, ich mache nur noch 20 Minuten Folgen. Solange sich das nicht ändert, mit der Watchtime und so weiter, die durchschnittliche Wiedergabezeit und. Die Watchtime hat auch abgenommen. Deswegen, das kommt halt durch diese hohen Folgen und es wird nur die Hälfte geguckt. Deswegen verliere ich Watchtime. Von daher, to everyone, from English-speaking people here. Please watch the videos from the beginning bis to the end. Stop clicking the video forward. So please watch everything. So this was help me with my watch time on my channel. So please and thanks. Ja, auch noch einmal in Englisch. Also ich werde das jetzt nicht fortführen hier mit dem Englisch und meinem Kack-Englisch. Ja, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, Daumen nach oben, ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Guckt auch mal unter dem Video, ist noch ein Amazon-Link, könnt ihr mich finanziell mit supporten, würde mir sehr weiterhelfen, meinem ganzen Kanal. Ist wirklich, ist alles nur für den Kanal. Und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge. Und guckt mal bei Vintage Story rein, in mein anderes Let's Play. Diesen Minecraft-Klon, sehr geil gemacht, auch die ganzen Crafting-Sachen und so, richtig geil. Macht irre viel Spaß. Ich spiele kein Minecraft schon ewig nicht mehr, aber das macht echt Bock, das Game. Und ein paar Verbesserungsvorschläge und hier Ideen und so bitte in die Kommis mal. Und da wäre ich sehr, sehr froh drüber, wenn ihr da mir ein bisschen helfen könntet. Ja, in dem Sinn, seid euch fertig, bis zum nächsten Mal. Tschüss!